nass und grau und Corona everywhere genau der richtige Moment, um sich nochmal mit dem Thema Baggerdaumen zu beschäftigen. Deswegen war ich im Baumarkt und habe eine bahnbrechende Idee. Ich werde diese Bügel hier an den Bagger anschweißen, um damit einen besseren Halt zu bekommen, als vorher, wo ich die ganze Geschichte hier festgemacht hatte. Das ist zumindest der Plan. Die grundsätzliche Idee kommt von Andrew Camerata, von seinem Komatsu PC15. Und eigentlich hat er ähnliche Teile wie ich schon bei meinem letzten Baggerdaumen. Das sind so Türeisen. Nur, dass ich sie diesmal eben nicht flach nehme, sondern hochkant, weil sie damit natürlich viel mehr Stabilität haben. Ich habe festgestellt, dass diese Konstruktion, wie geplant war, gar nicht geht, weil, wenn das der untere Teil des Baggerdaums ist, dann kann dieses Ding überhaupt nicht höher als so. Deswegen habe ich das hier fabriziert. In aller Kunst. Was Schweißen, gutes Schweißen und geraden Schnitt angeht. Und hier, und dann geht's ohne Probleme. Habe ich einen neuen Schraubstock bekommen. Ein Geschenk von Bernd. Und ohne den, ich hätte dieses Eisen hier überhaupt nicht einspannen können. Als nächstes will ich jetzt diese Querträger einschweißen. Und zwar an diese Platte. Also von hier geht's nach oben. Also bei Camerata sieht das so aus. Und das ist quasi die Platte hier. Ist bei mir die Platte da. Also jetzt würde ich hier die Zähne reinschleifen. Naja, hier werde ich was reinschweißen, weil das sieht schon so aus, als könnte es da quasi instabil werden und brechen. Jetzt guckt euch das mal an. Guckt euch das doch mal an. Da geht der Daumen wirklich im 90-Grad-Winkel. Irgendwie, dass es tief genug am Boden ist, damit die Sachen nicht wegrollen können, wenn man mit der Schaufel gegendrückt, aber dass man... Jetzt habe ich mal zwei Löcher gebohrt und mit Flügelschrauben hier das Ding provisorisch dran gemacht. Und dann sieht das Ganze so aus. Zusammen mit der Verbindung nach oben. I would like to show. Wo ist das Ding? Hier. So. Zähne nach unten, Anschlag auf Ende. Oh, müsste stimmen. Also ich glaube, in der Berufsschule wäre das eine 4+. Da ist das Teil und ich finde es ganz gut gelungen. Krumm und schief. Ich versuche es mal so gut wie möglich gerade zu biegen und dann wollte ich halt hier auch noch auf den beiden Seiten
festschmeißen. Von wegen, das Material ist viel stabiler, wenn es hochkant genommen wird und nicht flach. Ich glaube, die Konstruktion ist gut, aber diese Türbänder sind einfach definitiv, zumindest das, was nach oben läuft, echt zu schwach. So, nach vielem Hin und Her und der Idee für das verbogene Türband jetzt dieses Teil hier zu nehmen, kam ich irgendwie zu dem Entschluss, das sieht A, nicht gut aus und B, es ist irgendwie viel zu mächtig. Und nun habe ich dieses Vierkantrohr bekommen. Und das ist, glaube ich, genau das, was wir brauchen. Das ist nicht so schwer und trotzdem mega stabil. Klar, ich habe das geschafft, quasi mit der Schaufel dieses Ding wieder etwas höher zu ziehen, damit die Schraube gerade durchgeht. Naja, aber ich muss zur Verstärkung das Eisen hier reinschweißen, weil das bringt sonst alles nichts. Das Ding verbiegt. Das Eckige muss in diese Zange hier. Ein Stück auf die linke, eine auf die rechte, eine kommt hier in die Mitte und dann kommt dieses Teil hier durch. Dieses Rohr ist dann die Halterung. Dieses Rohr ist dann quasi die Arretierung und diese beiden Endstücke werden quasi jetzt auf das Teil draufgeschweißt. Also wenn das nicht hält, morgen kommt der Praxistest.